Hallo Welt, da sind wir wieder in Enderal und wir haben eine kleine Zeitreise machen müssen zurück, nämlich der Titel ist während der Aufnahme der letzten Folge leider auf dem Desktop gelandet, abgestürzt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, was wir alles gemacht haben. Willkommen. Was darf sein? Haben wir bei Astrid Windläufer denn schon etwas eingekauft? Und mit etwas meine ich vielmehr die... Naja, die Fertigkeitsbücher. Geselle bräuchten wir ja allenfalls noch die Handwerkskunst. Und wie es aussieht, haben wir hier noch nichts eingekauft. Sie hat noch 3 Gesellenbücher und Lehrlingsbücher sind dann weitaus interessanter für uns. Ja, Fernkampf, wir haben gar kein Gold. Dann sagt es mir doch eigentlich, dass wir doch schon alles gekauft haben. Denn sonst müssten wir doch einiges an Gold haben, aber gar kein Problem. Wir sind ja sparsam und von daher können wir, wenn wir hier jemals wieder rausfinden... Was wollt ihr? Nix. Geld, Groschen, Gold, nur gute Sachen. Ja, wenn wir hier je wieder rausfinden, das haben wir jetzt geschafft, werden wir an unsere Truhe gehen. Und weil wir so schön sparsam sind, werden wir dort einige Groschen oder Goldstücke vorfinden, mit denen wir dann noch ein paar Lehrlingsbücher kaufen können. Ja, ich habe mir ein weiteres Ziel gesetzt für Enderal, nämlich, dass wir uns doch etwas schneller aufskillen. Ja, es ist natürlich auch ganz nett, immer die Königskrabben zu töten und hier und dort vielleicht Stunden oder Minuten lang in Kämpfe verwickelt zu sein, ist nicht unspannend. Aber wir wollen ja auch so langsam mal ein bisschen vorankommen. Und gucken, was uns Enderal denn noch so Schönes zu bieten hat. Und im Moment ist es ziemlich schwierig, da wir an jeder Ecke quasi mit dem Tod lauern müssen. Ich glaube, es geht auch ein bisschen so weiter. Aber wenn man etwas höher geskillt ist, dann macht es ja doch nochmal um Längen mehr Spaß. Also werden wir jetzt einige Sachen noch einkaufen an Lehrbüchern. Und wir haben vielleicht sogar noch Lehrbücher hier drin. Also ich bin dafür, damit wir nicht so viel für die Lehrbücher ausgeben müssen, bin ich schon mal dafür, dass wir zum Beispiel unsere Rhetorik höher skillen schnell. Natürlich auch den Fernkampf wollen wir natürlich auch noch verbessern. Und das hatten wir dann, dachte ich, eigentlich in der letzten Folge schon gemacht. Aber wie man gerade gesehen hat, hat Astrid ja hier in der... Eisfelsen-Taverne hat sie ja wieder Lehrlingsbücher gehabt. Vielleicht lag es daran, dass wir jetzt neu gestartet haben, den Titel. Oder es liegt daran, dass wir es beim letzten Mal dann nicht gemacht haben. Also in der Fail-Folge quasi. Da ist das dann passiert, dass wir uns dort aufgerüstet haben. Wo ist denn unser Gold? Es müsste doch hier bei den sonstigen Sachen sein. Mal sehen, vielleicht können wir auch noch das ein oder andere Teil hier raus verkaufen. Aber ja, für den Verkauf, denke ich, sollten wir tatsächlich erstmal... Oh, Rhetorik höher skillen und mit O meine ich. Wir haben nur 116 Endralé-Groschen. Ich dachte, wir hätten was um die 600 gehabt. Hier schon gesammelt. Na, das sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Vielleicht haben wir sonst noch irgendetwas Wertvolles. Naja, die Granatsteine. Ich denke mal, die werden wir, oder diese makellose Granatsteine, Smaragd und so weiter, werden wir lieber sparen für uns selbst, wenn wir mal etwas bauen wollen. Hier der Saphir zum Beispiel. Wir können uns da mit Sicherheit einige hübsche Kronen oder so etwas bauen. Nicht für die Zähne, vielmehr für den Kopf. Und die wir dann aufsetzen können, verzaubern können. Ja, so etwas wollen wir damit machen. Ja, ansonsten die ganzen Sachen sind ja nicht so viel wert. Also ich tippe mal drauf, dass wir noch ein Lehrlingsbuch kaufen können. Und dann war es das doch schon fast. Ja, dann nehmen wir die mal alle mit. Schade finde ich das jetzt etwas. Ich hatte im Kopf, hatte ich die ganze Zeit irgendwas um die 600. Dachte mir, ja, dann nehmen wir mal so 400.
und kaufen noch schöne Bücher. Das war dann wohl nichts. Nun gut, nehmen wir die mal alle mit. Dann haben wir aber nichts mehr gesammelt hier für den Notfall. Müssen wir dann schnell wieder hier auffüllen. Ja, an Waffen, denke ich, haben wir jetzt auch nicht so viel, was wir verkaufen könnten. Man sieht, der Wert ist nicht besonders hoch. Und wenn wir es dann rausnehmen und nochmal verkaufen, wir sind ja rhetorisch noch nicht, in der Rhetorik noch nicht so hoch geskillt. Also werden wir sehr, sehr, sehr viel weniger dafür bekommen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ja, das sind so diese Sachen, für die man sowieso nur einen Groschen bekommt. Wenn wir da auch einen Groschen für bekommen, okay, dann kann ich mir vorstellen, hier die Tunika zum Beispiel, so etwas. Dann kann ich mir vorstellen, das könnte man verkaufen. Gift, das war ja unsere also Gift und Tränke im Allgemeinen, das war ja in Skyrim damals unsere Haupteinnahmequelle. Da hatten wir immer so viel dabei, naja, so viel Gold hatten die Händler meist gar nicht. Aber hier sieht das ganze Skillsystem ja etwas anders aus. Und von daher... Naja, mit den Gesellenbüchern können wir jetzt noch nichts anfangen. Schwere Rüstung, Taschendiebstahl, Alchemie. Ja, das müssen wir jetzt alles nicht. Da verwahren wir unsere Punkte lieber und vergeben die erstmal auf andere Sachen. Verdorbener Käse, wer kauft den denn? Ja gut, da können wir wohl kaum irgendetwas machen. Ja, die Sachen hier, die Zutaten, die brauchen wir alle selber. Da machen wir lieber Tränke raus und dann können wir ein Vielfaches mehr dafür erhalten. Bücher könnten wir vielleicht ein paar verkaufen, aber auch da ist mir das jetzt alles noch zu... Ja, zu wenig, was wir dafür bekommen letztendlich. Sei es drum. Also ich bin dafür, auch die Baupläne behalten wir erstmal. Ich weiß nicht, ob man die, wenn man die einmal gelesen hat, ob man sie danach verkaufen kann. Das kann ich jetzt nicht sagen. Werden wir nochmal testen, aber dann müssen wir, wie gesagt, höher geskillt sein. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns wenigstens noch ein Fertigkeitsbuch für den Fernkampf kaufen. Und vielleicht, ja, ein Gesellenbuch. Naja, das können wir knicken eigentlich mit dem... Gesellenbuch für Gesellen? Gesellenbuch für Gesellen? Nein, Handwerkskunst. Malfas Gruß? Malfas zum Gruß, ja. Ahoi! Ach, da ist jetzt jemand anders. Hoffentlich hat der jetzt auch noch die Fernkampf-Lehrlingsbücher. Und ich frage mich trotzdem, ich meine, so wenig... Gold, dann müssten wir doch beim letzten Mal hier schon geskillt haben. Dann müssten wir mal im Heldenmenü nachschauen, wie das da aussieht. Wo sind denn die Verbrauchsgegenstände? Hier, Gesellenbuch, Rhetorik. Ja, das können wir noch nicht. Handwerkskunst können wir gleich verkaufen. Brauchen wir gar nicht mehr. Da brauchen wir schon Gesellenbücher jetzt für die Handwerkskunst. Also das war auf jeden Fall. Schauen wir mal ins Heldenmenü, wie es da aussieht. Ja, und ich meine, wir haben immer noch... Ja doch, Handwerkspunkte 2, also haben wir da ein bisschen was genommen. Handwerkskunst 29, auf jeden Fall haben wir da was genommen. Fernkampf 25, aber wenigstens eins können wir uns noch kaufen für den Fernkampf. Ich frage mich immer noch, warum das grün ist und das andere weiß, Parade 15, es ist vielleicht zu niedrig. Parade, deswegen ist es noch weiß und grün ist schon ganz gut vielleicht. Oder es hat hier direkt was mit der Ausdauer zu tun. Alles im grünen Bereich, hoffe ich mal. Nun, wie dem auch sei, Rhetorik können wir nicht höher skillen, also sprechen wir hier mal mit... Milram? Nein. Gehen wir mal hier rum. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir hier mal rumkommen zu euch? Erschöpfte Seele, was darf sein? Ja, genau. Willkommen. Was darf sein? Gebt mir was zu trinken. Aber immer doch. Stand etwas weit weg jetzt. Ja, schauen wir doch nochmal nach den Verbrauchsgegenständen und wie gesagt, die Lehrlingsbücher haben es mir da noch angetan. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht mehr so viele Fernkampf-Lehrlingsbücher. Man sieht jetzt schon die Handwerkskunst, das Buch, die Bücher sind schon günstiger geworden. Die haben in der letzten Folge noch 16 Goldstücke gekostet, jetzt nur noch 15. Also wir haben auch Rhetorik ein bisschen aufgewertet. Das hat sich schon
bezahlt gemacht, finde ich irgendwo. Aber gut, das Wichtige ist ja jetzt erstmal der Fernkampf. Und davon können wir uns leider Gottes nur eins leisten. Dann können wir nochmal ein Rhetorikbuch nehmen. Und dann vielleicht noch ein Gesellenbuch. Naja, die werden alle teurer sein, denke ich mal. Schade. Ja, Rhetorik müssen wir schnell aufskillen. Wie sieht's aus? Dann nehmen wir noch ein Rhetorikbuch. Eigentlich müssen wir alles aufskillen. Aber was soll man tun, okay? Wir nehmen das und beim nächsten Mal brauchen wir dann vielleicht nur noch 14 Goldstücke dafür zu bezahlen. Okay, machen wir das so. Sind wir mal nicht so geizig mit unserem Geld hier. Auf bald. Auf bald. So, dann natürlich im Heldenmenü einmal nochmal kontrolliert. Ich habe es mir gerade nicht ganz gemerkt. Also wir haben noch 2 Handwerkspunkte zu vergeben und Erinnerungspunkte 5. Lernpunkte noch 34. Erinnerungspunkte könnten wir auch mal meditieren und gucken, ob wir die schon vergeben können. Nochmal auf Bogen schießen. Wir hatten es ja auf etwas ganz Besonderes dort abgesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was genau, aber wenn wir es sehen, dann werden wir es wissen. Lernpunkte 34. Und ja, damit können wir auf jeden Fall die Rhetorik noch etwas hochdrücken. Ja, das sollte klappen. Erstmal den Fernkampf, das ist ja schon sehr wichtig. Okay, auf 25 erhöht. Dann die Handwerkskunst, damit werden wir nichts mehr anfangen können. Da sind wir schon gut genug geschult mit diesen Büchern, also die könnten wir verkaufen gleich, aber ich glaube, wir bekommen keine sechs Goldstücke dafür. Wir werden wahrscheinlich 2 oder sowas bekommen, mal sehen. Rhetorik. Oh nein, auch in dieser Fertigkeit sind wir bereits gut genug geschult. Wir bräuchten für Rhetorik also auch schon... Da bräuchten wir auch schon... Gesellenbücher. Die sind teurer. Und naja, irgendwo freue ich mich einerseits, aber andererseits würde ich jetzt mal eines gerne wissen. Im Heldenmenü, wie sieht denn das aus? Denn vorhin ging das doch noch. Rhetorik 25, ja, Fernkampf 26. Also müssten wir für Fernkampf doch jetzt auch schon Gesellenbücher verwenden können. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir haben nämlich eins hier, Gesellenbuch Fernkampf. Und es klappt tatsächlich schon. Und was hatten wir gerade noch? Rhetorik stand auch was von Gesellenbuch. Auch da können wir jetzt auf 26 gehen. Ja, ich weiß nicht, sollen wir denn dann sofort die Bücher verkaufen oder sollen wir sie nicht doch eher lieber erstmal einlagern, bis wir eben noch besser dran sind? Im Moment bringen uns diese 2 oder 4 Gulden oder Groschen sowieso nicht allzu viel. Also gehen wir nochmal ins Nordwindgebirge und verfolgen unsere Aufgabe. Wir suchen immer noch für Komai, Katzaor, Tatakayape. Schreitet wohl. Suchen wir immer noch Eier. Nun, und da 4 Goldstücke jetzt nicht so viel sind, bin ich dafür, dass wir unser Gold hier reinlegen und sparen für schlechte Zeiten. Mal sehen, die Lehrlingsbücher... Die können wir ablegen. Rhetorik ebenfalls. Und unsere 4 Goldstücke. Endraläer Groschen können wir auch hier reinlegen. Die brauchen wir jetzt nicht unterwegs unbedingt. Und von unserer Traglast, da bin ich ja angenehm überrascht. Wir haben nur 83 Pfund, die wir tragen. Und wir können 376 tragen. Wir haben aber noch ein paar von diesen Eispranken irgendwo. Und jetzt schauen wir aber erstmal nach den Eiern für Komai, Katzaor, Tatakayape. Und ich meine, mir war so genau, dass hier ein See ist. Ich habe es in der letzten Folge schon probiert. Es hat mit dem Bogen leider nicht so viel gebracht hier gegen die... Königskrabben anzukommen und es waren hier auch noch einige Wegelagerer dort hinten, die uns dann angegriffen haben. Zwar haben uns dann die Dorfbewohner gerettet, aber
der letzte hat uns doch erwischt. Das war die Fail-Folge, die jetzt quasi nochmal gemacht wird. Ja, man sieht hier auf jeden Fall die Vögel. Ich hoffe doch mal, dass das die Gipfelstürmer sind. Heißen die so? Ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall viele und ich hoffe mal, dass wir dann auch hier am See alles finden, was wir brauchen. Mal sehen, was der Pfeil jetzt anrichtet. Wenn wir treffen, nicht sehr viel. Okay. Wir haben allerdings jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu joggen. Natürlich unseren Bären wieder hinauf zu beschwören. Wo rennt sie denn hin? Der Bär gleich hinterher, das gefällt mir schon mal. Aber so weit weg doch nicht. Da kann einem die Königskrabbe schon ein wenig leid tun. Von einem Bären und von Feuer bedrängt. Aber wir brauchen ihre Punkte und ihren Krabbenpanzer, weiß ich noch nicht wofür nachher. Das ist aber auch schön hier mit den Eisvorkommen. Kann man die vielleicht abbauen? Naja, was hätte man dann? Eiswürfel. So, die anderen Krabben wollen wir uns aber auch noch schnappen. Ah, und das ist gut. Hier ist ein Beutel voller Gold, Goldbeutel. Die Axt lassen wir mal liegen. Die werden wir bestimmt später nochmal brauchen. Wir haben ja eine schon. Das soll uns erstmal reichen auch. Ja, wie gesagt, da drüben sind noch Banditen. Hier haben wir unseren Pfeil noch. Sehr schön. Und ich bin fast dafür, dass wir das jetzt mit Pfeil und Bogen mal nochmal ausprobieren. Ich weiß, wir richten nicht so viel Schaden an damit, aber wir können sie schon mal aufscheuchen. Oh, Windwurz ist da hinten auch. Und das hat nicht gesessen. Ja, komm, wir wollen es mal nicht übertreiben, gegen zwei gleich ankommen. Ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Ja, aber sie will nichts, sie kommt nicht. Sie ist zwar irgendwie angefressen, aber sie kommt nicht wirklich. Okay. Ja, wir richten ja schon mal etwas mehr Schaden mit unserem Bogen an, wobei ich finde, es ist bei weitem noch nicht genug. Da müsste ein Schuss müsste reichen, um so eine Flussgrabe. Da müssten wir eigentlich drei Stück hintereinander mit aufspießen können. Aber wir können doch hier einen Lachs fangen, oder? Lachs haben wir gefangen. Oh, das ist jetzt schon wieder diese Action-Musik. Sind das die? Ah, das werden die. Nein, das ist nicht. Das sind nicht diese Wegelagerer. Da schießt irgendetwas anderes auf uns. Die hat nämlich Feuer, ein Magier dabei, der Feuerbälle. Feuerblitz hatte. Okay, das wird hier etwas knifflig sein. Versuchen wir mal, was unser Pfeil kann gegen... Ups, gegen... Oh. Naja, treffen müssen wir schon. Oha. Wir sind am Ende und wir haben schon einen Eisstachel sitzen am Po. Oh, der ist schon geschmolzen. Na gut. Wir gehen mal hier lieber hin zu den Leuten. Die scheinen uns ein wenig zu helfen. Aber dafür bekommen wir natürlich auch nicht sehr viel. Aber man sieht schon, die anderen hier, die sind ganz anders geskillt. Die hauen da zweimal drauf und dann war es das schon. Also so hätten wir es dann auch ganz gerne irgendwann einmal. Oh, der hatte sogar irgendwas Wertvolles dabei. Einen Amethyst oder so etwas. Feinstahlpfeil, das ist ja auch ganz gut. Dennoch wollen wir mal sehen, ob wir den... Ja, das ist natürlich jetzt... Ja, das ist ziemlich... Ein Treffer oder zwei. Mittlerweile halten wir ja schon zwei Treffer aus. Also es ist schon nicht einfach, hier umherzulaufen. Wie gesagt, gegen Königskrabben, das ist ja schon eine Herausforderung für uns. Ich bin dafür, wir müssen ja an die Eier da hinten irgendwie scheinbar. Schreitet wohl übrigens auch, danke. Und ich bin dafür, dass wir erstmal die beiden
irgendwie beseitigen. Irgendwas müssen wir mit den beiden machen. Also diese beiden Vagabunden. Dass wir die loswerden und in Ruhe hier die Eier einsammeln können. Flusskrabben können wir dann immer noch uns drum kümmern. Mal sehen. Ja, hiermit werden wir nicht viel Erfolg haben. Ich meine, jetzt sieht man sie nicht. Wir müssen sie auch erstmal aufschrecken. Na, da oben ist ein Feuer oder so etwas hier in dieser Richtung. Wahrscheinlich sind sie da schon. Haben wir denn Schleichangriffe? Hatten wir doch auch hier, glaube ich. Sollen wir einfach mal aufs Feuer schießen? Aber das wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Denn der Bogen ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so viel aufgeladen. Mal sehen. Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Vielleicht ist er schon gar nicht mehr aufgeladen. Wir schleichen uns mal an. So, Frostkristallsee entdeckt. Gibt es hier Kristalle, Frostkristalle? Oh ja, hier vorne sind sie doch schon. Ja, die Krabbe ist jetzt weniger interessant für uns. Achso, da schießt er schon. Haben sie uns entdeckt, ja? Fliehen wir mal gleich hier zu unseren Kumpels. Die können das nämlich viel besser als wir. Vielleicht können wir auch hier draußen sogar schlafen, habe ich gerade gesehen. In diesem Stall dort. Ist vielleicht ein bisschen kalt, aber dann brauchen wir nicht immer durch die Tür zum Schlafen und teuer Gold zu bezahlen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Schuss. Ja, was willst du machen? So ist das eben am Anfang. Schreitet wohl. Dabei haben wir so ziemlich die beste Rüstung, die wir bisher gefunden haben. Die haben wir nämlich extra aus Golden Forst haben wir die. So weit waren wir ja schon. Sehr gefährliche Gegend dort. Ich weiß bis heute nicht, wie wir es da rausgeschafft haben. Ah ja, wir sind durchs Meer geschwommen. Also dann bin ich doch dafür, dass wir jetzt mal den Feuerblitz ausprobieren. Das Problem ist nur, wir haben zu wenig Mana für den Feuerblitz. Rang 4 Feuerblitz. Das heißt, entweder ein Feuerblitz können wir abfeuern. Ja, das schreckt sie dann nur auf, das macht sie nur wütend. Oder wir können einmal unseren Kumpel beschwören hier, den Geisterbären. Ja, wir versuchen es mal mit dem Feuerblitz. Aber irgendwie müssen wir die da loswerden. Ich weiß auch gar nicht, wo sie jetzt schon wieder sind. Da oben ist einer, okay. Steht ganz ruhig. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt voll getroffen. Stand doch ganz still da. Ach, das mit dem Feuerblitz, das scheint jetzt aber auch besser zu gehen. Mit unserem Mana, das hat jetzt gar nicht so viel verbraucht. Mitten rein. Wildmagierin. Aha. Ja, natürlich. Zu zweit kommen sie dann gleich auf uns zu. Ah, wir müssen schon etwas essen jetzt. Ein bisschen was essen. Oh, hier sind... Ach doch, die beiden sind noch da. Das finde ich auch ganz gut. Und wir schauen mal... Oh, wir sollten auch Essen mal zubereiten ein wenig. Muschelfleisch, Orange können wir mal essen. Hatten wir kein Brot mehr? Nein, wir müssen Essen erst zubereiten, bevor wir davon profitieren. Jetzt im Moment bringt es wirklich sehr wenig. Na, hier vorne gibt es zwar Feuer, aber daran, das ist keine Kochstelle leider.
Ach was, jetzt sind sie schon wieder abgehauen. Die wollen uns nur dahin locken. Wir brauchen jetzt nur einen Treffer und dann war es das schon wieder mit uns und wir können von vorne wieder anfangen. Aber so viel haben wir ja jetzt auch nicht getan im Moment. Oh, da kommen sie schon. Ja, helft uns doch mal hier. Da, wir werden belästigt von einer Hexe oder Wildmagierin. Ja, die sind aber auch schlau. Die kommen hier gar nicht hin. Die wissen schon, was denen hier blüht. Betrunkene haben viel Kraft, haben wir auch schon festgestellt. Ja, jetzt kommt sie. Nur nicht treffen lassen. Ha! Vorbei! Ha! Nochmal! Schnappt sie euch! Schnappt sie euch! Oh nein! Er könnte ein Problem haben damit. Sie nimmt ja überhaupt gar keinen Schaden diesmal. Das ist ja fies. Ausweichen kann sie auch noch. Oh nein! Wir dürfen natürlich auch keine Dorfbewohner treffen. Denn sonst sind sie böse mit uns. Ja, die nimmt ja überhaupt gar keinen Schaden. Das bringt ja gar nichts, was wir hier machen. Da, der Betrunkene. Ja, der schafft's jetzt. Wir werden unseren Bärenmalz zur Hilfe rufen. Ups. Nee, können wir gar nicht. Zu wenig Mana jetzt. Aber jetzt. So, dann mag er doch vielleicht mal ein wenig mithelfen. Dass das etwas schneller geht. Wo ist denn der Pfeilbogenschütze? Wurde jetzt erwischt, der Söldner? Oder ist irgendwo anders mit beschäftigt schon? Ah, jetzt nimmt sie aber Schaden. Unser Bär, der schafft's. Jawohl. Aber wir haben keine Punkte bekommen. Ja doch, 240 sogar dafür. Wunderbar. Ja, Stahlpfeile so rum. Können wir natürlich einsammeln, das ist gar nicht so schlecht. Und von der Wildmagierin bekommen wir mit Sicherheit auch noch schöne Sachen jetzt. Mal sehen, die edle Wildmagierrobe, die kann aber nichts, sieht nur aus. Feinlederhandschuhe und Feinlederstiefel, na gut, das Silberschwert könnten wir verkaufen später. Nehmen wir natürlich alles mal mit. Sie hat aber auch nichts zu essen dabei und ich frage mich, ach, da ist er ja, wo der Söldner ist. Na gut, dann müssen wir ohne etwas essen, müssen wir jetzt dort nochmal hin. Den Vagabunden, den müssten wir jetzt so schaffen. Aber ich vermute fast, dass da mehr als nur dieser Vagabund ist. Das war jetzt die Wildmagierin. Eigentlich die etwas kniffligere Gegnerin. Ich würde die am liebsten jetzt abspeichern mal. Aber gut, den Vagabunden müssten wir doch eigentlich schaffen. Ja, wer sagt das? Wer hat das behauptet? Na, wenn wir ihn sehen, sollten wir ihn treffen. Und dann sollte er auch nicht. Oh, das war nur der Gipfel. Heißt der Gipfelstürmer? Ich glaube, das ist ein Getränk, oder? Ja, wir treffen schon mal sehr gut. Ich glaube, unsere Pfeile, die kommen gar nicht so weit, oder was ist hier los? Versuchen wir das nochmal mit dem Flammenblitz, der Rang 4. Ja, ich meine, bei der Geschwindigkeit kann er ausweichen, das ist schon klar. Jetzt kommt er, okay. Dann holen wir schon mal unseren Geisterbären hinzu.
Hier habe ich aber auch so den Eindruck, als seien die viel schneller hier, die Gegner. Oha! Nein, rennen! Habt ihr nicht drauf? Ins kalte Wasser folgt er uns nicht, oder? Ah, er ist etwas wasserscheu, okay. Wir zum Glück nicht. Irgendwie gibt es ja eine Strömung oder so etwas. Ja, das ist doch wunderbar. Das hat unser Schwarzbär aber gut hinbekommen. Und er hat wenigstens einen Endraläer-Groschen dabei. Ja, und die Stahlaxt können wir auch später mal verkaufen. So, dann schauen wir jetzt aber doch mal, ob wir hier oben vielleicht irgendwie abspeichern können. Also uns hinlegen können und schlafen können hier. Nein, aber wir haben etwas gefunden. Ein Zauberbuch Eispfeil Rang 3. Und auch da bin ich wieder dafür, dass wir uns das aufbewahren. Wir haben schon so viele Zauber und Rang 3 ist jetzt nicht wirklich das, wonach wir suchen. Wonach wir suchen hier, das wäre ein Ausgang. Unser Bär lässt uns nicht. Kommen wir hier durch? Nein. Wenn wir einmal vorbei dürften, ich weiß ja, Moment. Wir machen das mal anders. Andersherum. Ach, den haben wir auf 4 gelegt. Ja, umso besser. Genau. Da sind wir nämlich schon mal raus jetzt aus der Geschichte. Also schlafen nicht. Ja gut, was sind hier noch? Ein paar Königskrabben. Aber es war noch ein Magier mit diesen Eispfeilen da, mit den Eisstacheln. Frostkristallsee, na gut. Gucken wir erstmal, was die so in ihrem Lager haben. Vielleicht finden wir was zu essen mal. Ja, auf jeden Fall hier ein Schlafplatz. Das ist doch schon mal gut. Da legen wir uns auch gleich mal ein Stündchen hin. Dann kann schon mal nichts schief gehen, großartig mehr. So, in der Truhe finden wir schöne Groschen, Feuersalze, das Übliche und eine Rolle der Wohltat. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Ein Stärketrank. Na gut, alles gute Sachen. Wie zu erwarten, das kann man alles gebrauchen. Das sieht gut aus. Feuerball Rang 2. Das sieht wiederum nicht so toll aus mit Rang 2. Hier eine gebratene Ratte. Lecker. Und wir haben Runenpfeile. 20 Stück an der Zahl. Genesungstrank ist eigentlich okay, aber... Oh, wir haben Sarak-Stiefel. Das passt doch gut zu unserem Kostüm hier. Zu unserer Rüstung. Ich glaube nicht, dass wir... Naja, wir haben schon... Die verbesserten Stiefel mit einem Zauber drauf. Hier ist noch Mana-Trank. Können wir auch auf jeden Fall gut gebrauchen. Also unsere Stiefel, die mit denen können wir etwas besser schleichen dann. Ja, aber das war's. Mehr haben sie jetzt nicht hier. Hier sehe ich noch ein bisschen Hallimasch. Den nehmen wir mal mit. Ist das hier extra? Nein. Und Windwurzel schon irgendwo da unten. Naja gut, da ist auch dieser Krebs. Zwick unseren Windwurz nicht, den wollen wir gleich für uns sammeln. Und? Naja. Dann gucken wir uns mal hier um. Der Gipfelstürmer ist gerade auf dem Ei und wir haben unser erstes von 4 Eiern gefunden. Das erste Ei. Ich habe gesehen, ein Gipfelstürmer kam auch hier aus der Richtung gerade. Wir werden sie nachher beobachten ein wenig. Oh, ich höre schon wieder Küstenpirsche. Oder Wölfe sogar. Ja, Wünnwurz, sehr schön. Ja, aber dann sollten wir doch die Gipfelstürmer jetzt mal beobachten können in Ruhe. Hier vorne, das könnte noch ein Nest sein. Nein, das ist nur ein Baumstumpf.
Also beobachten wir sie mal und gucken, wo sie noch hinfliegen. Den einen hatten wir ja schon. Essen könnten wir was. Aber es scheint mit unserer Gesundheit wieder ganz gut zu stehen im Moment. Also gut, den haben wir ja entdeckt. Wo sind die anderen? Da drüben ist noch einer gelandet. Ja, man kann die besser von der anderen Seite aus sehen. Also von der Seite da drüben, wo jetzt die... Ja, die wollen wir ja sowieso haben. Die Punkte von der Königskrabbe. Aber irgendwie zieht es uns, wenn wir hier schwimmen, auch so ein bisschen nach rechts, muss ich sagen. Etwas Strömung scheint hier vorhanden zu sein. Mal sehen. Na also. Ach, wir sind aufgestiegen. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir genommen haben. Na, ich hoffe, Mana haben wir genommen, hoffentlich. Müsste ich nachher mal im Video nachgucken. So ein bisschen auf Zeitlupe oder halt mal auf Pause drücken an der Stelle und gucken, was wir genommen haben. Aber ich denke, es wird Mana gewesen sein. Hoffe ich mal. Ja, was ist mit den anderen Gipfelstürmern? Da vorne kommt einer her, der könnte dort auch gelandet sein in dieser Ecke. Ja, den hatten wir wahrscheinlich. Oh, der wird doch wohl nicht da oben irgendwo sein Nest haben. Ich schlage vor, dass wir schon mal rübergehen. Also ich glaube schon, dass er dort gelandet ist. Von da aus habe ich gesehen, wird da hinten, habe ich noch einen Gipfelstürmer gesehen. Ja, ja, da fliegt noch einer. Ja, dann denke ich mal, wir gehen da einfach mal rüber. Oh doch, der, wo landet der jetzt? Da vorne, unten meine ich. Ja, genau. Alles gut. Ei Nummer 2. Also gut, drüben an der Stadt sind noch zwei, wie man sieht. Das könnten Gipfelstürmer sein. Ja, ist jetzt vielleicht auf der Aufnahme nicht so gut gesehen, aber über den Häusern waren gerade zwei. Also gehen wir diesmal den Fluss entlang, denke ich. Ja, natürlich in der Stadt, das wäre auch ganz gut. Aha, ein Wasserfall. Ich dachte, ich hätte hier noch einen gesehen, aber dann müssen wir doch wieder in Richtung Stadtmeer. Boah, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na, da legen wir uns so einfach jetzt nicht mal mit dem an. Ich sag noch, wir legen uns nicht so mit ihm an, aber die Strömung war zu stark, okay? Tja, was soll man tun?
Ist ja nichts passiert. Wir sind ja hier noch in der Nähe. Und wir haben diesmal die Brezel sogar noch gefunden. Ach so, es wird ja mal vor dem Schlafengehen abgespeichert, genau. Und nicht danach. Wie ich erst dachte. Ach, die Flusskrabben nochmal. Windwurz. Können wir unseren Bären nicht darunter schicken? Doch. Das klappt ja schon mal gut. Dann nehmen wir uns eben den Feuerblitz hier. Und jetzt ist unser Bär weg. Kein Problem. Rang 4 dieser Feuerblitz und richtet so gut wie keinen Schaden an. Das ist aber nicht schlecht. Und? Will er nicht? Diskutieren erstmal die beiden. Na bitte, es geht doch. Sie flüchtet. Dann lassen wir sie eben. Holen wir uns das Ei auf der anderen Seite und dann schauen wir in der... Moment, hier ist gar kein Ei. Hatten wir das, bevor wir schlafen gegangen sind, geholt? Aber das auf der anderen Seite doch nicht, oder? Na, wo ist es denn? Oh, eine Muschel. Fischeiernest ist das? Fischeiernest. Fischeiernest. Ah, das ist ja auch mal was Neues. Hier war doch das Nest von dem Gipfelstürmer hier oben. Oder etwa nicht? Okay, dann eben nicht. Aber ich dachte, das wäre hier gewesen. Ja, dann gucken wir noch mal, wie die Gipfelstürmer hier den Gipfel stürmen. Es sah jetzt so aus, als wäre dieser Gipfelstürmer, der da fliegt, hinten im Wald irgendwo runtergegangen. Das würde mir ziemlich entgegenkommen. Ach, da geht er runter. Ach, da war das. Hallo? Wir wollen ein Ei. Hast du gar nicht gemerkt. Wir legen dir einen Stein da rein, dann hast du wenigstens was, um deinen Rollzwang zu befriedigen. Darf ich hier rauf? Ich dachte, hier im Wald wäre noch einer niedergegangen irgendwo. Im Birkenwald. Naja, dann gehen wir in die Stadt. Vorne sind das noch Halimasche? Halimasch. Oh, noch mehr Halimasch.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich weiß noch nicht so genau, was wir daraus machen werden, aber es wird bestimmt lecker. Und was ist mit dem letzten, mit der letzten Königskrabbe? Die ist einfach dir das weitergesucht. Naja, gut. Soll sie das ruhig? Naja, das sind die beiden am See. Also ich denke, in der nächsten Folge werden wir das erst schaffen, die weiteren Eier zu suchen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen und sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.